So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier durchgesneakt und wir haben noch mindestens zwei Leute, die hier unten rum stinkern. Und die werden wir jetzt natürlich gucken, dass wir die jetzt hier entweder umspielen, ja, oder wir die wirklich versuchen, so sneaky wie möglich zu töten. Und da werden wir heute mal schauen, ob wir das heute schaffen. Oder eventuell auch nicht. Aber es sieht erstmal... Warte mal. Oh, einen Moment. Kurz Päuschen. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, wir werden jetzt gucken. Also wir könnten jetzt hier wahrscheinlich sneaky ninja technisch auch verschwinden. Was ich aber eigentlich gar nicht... Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon möchte. Irgendwem, wir hätten... Ah. Hätten wir doch eine Falle aufbauen sollen. Ah, guck ruhig da erstmal nach. Schlaf ein. Ruhig. Er sollte zwar schlafen, also, na gut. Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt getötet. Zwingend. Aber... Ja, ne? Weiß Bescheid. So, jetzt ist natürlich die, the next question. Können wir eigentlich jetzt hier schon wieder Sachen herstellen? Wir könnten das da herstellen und... Oh. Legen wir doch mal eine schöne Nahkampfwaffe an. Und ich bin der Meinung, dass wir die Nahkampfwaffe eindeutig ausprobieren sollten. Ist die Frage. Ja. Komm hier hoch. Ich weiß, dass du da bist. Oh. Noch einer? Oh, scheint nicht so. Dina ist zu entspannt. Alles ruhig. Alles klar. Ja. Okay, wir haben nichts gesehen. Das waren wir nicht. Nein, das waren wir nicht. So, das ist alles full. Das heißt, wir können uns jetzt hier ganz in Ruhe mal umgucken. Wie kommst du auf? Wir waren nämlich da drüben nämlich noch nicht. Wir waren da noch nicht. Und da geht es nämlich dann irgendwie weiter. Ja. Ist mir klar. Aber da werden wir jetzt noch nicht... Nein. Es muss einen Weg rübergeben. Ja. Gibt's auch, Freunde. Aber ganz ehrlich, wir gehen jetzt hier erstmal ein bisschen auf Loot. Lootsuche. Mal wieder. Ja, weil hier, guck mal hier, was wir hier alles so schön finden. Ja, das ist alles gute Stuff. Oh, hab ich hier gerade noch jemanden gehört? Hier nicht gerade noch irgendwas gehört? Practice, Hard Work und Focus. Ich war der Meinung, ich habe hier gerade noch jemanden gehört. Irgendjemanden hier rumdümpeln. Aber anscheinend nö. So. The Bank. Nix ist auf der Bank. So, von da sind wir gekommen. Hier sind wir reingerüttelt. Lass uns nochmal hier ein bisschen looky machen.
Aber hier scheint es... Alter! Hier scheint es nichts weiter zu geben. Genau, hier waren wir. Geht's denn hier noch irgendwo weiter? Oh, guck mal, hier geht's zum LKW. LKW könnte... Könnte eine gute Möglichkeit sein, Sachen zu verstecken. Aber ist nichts. So, von da sind wir gekommen, da sind wir reingegangen. Hier könnten wir jetzt nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwie Stuff. Stuff finden von den. Dass sie vielleicht was fallen haben lassen. So, okay. Aber es scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Nope. Nope. Und nope. Ist hier noch irgendwas Schönes? Eine Flasche? Gehen wir in den ersten Stock. Wieso ist das eigentlich der normale Weg, wenn wir hier eigentlich hingehen? Also hier können wir ja auch hochklettern, also ich so falsch. Ah. Gibt es hier vielleicht noch einen Raum, den wir nicht uns angeschaut haben? Nee. Das sind alles Räume, die wir schon kennen. Nee, okay. Gut. Gut. Ja, du bist halt, ne? Ist passiert. Hey, hier lang, glaube ich. Ja. Dina, ey. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also hier sind wir jetzt... Kommen wir Stück für Stück näher, da wo wir hin wollen. Jetzt sag bloß, wir hätten das wirklich alles umgehen können, indem wir einfach nur durch dieses dreckige Tor gelaufen wären. Wir sind drüber. Und jetzt? Ja, und jetzt geht's wahrscheinlich hier hin. Hey, Dina. Ja. So wie sonst eigentlich meistens auch. Na, komm schon, Dina. Zieh durch. Nimm meine Hand. Ja, dann. Hoppidi hopp. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Jo, da wollen wir hin. Ich sehe es aber schon wieder kommen, dass das nicht so einfach wird. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. So was. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Ich bin auch froh, hier zu sein. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosive. Pass auf, wo du hintrittst. Okay. Ja, nice. Das nenne ich mal eine Claymore. Aber gut, ne, das ist Hauptsache, wir laufen da nicht rein. Wäre für alle Beteiligten Kacke. Speziell für mich. So. Hier gibt es noch ein paar Sachen. Ein bisschen Schrotflinten-Munition. Ah, Dina, du. Brauchst nicht leise sein. Könnte ich den jetzt eigentlich auch hierhin anlocken? Ah.
Hier bin ich. Man muss sich ja nicht unnötig quälen. Okay. Da muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das haben die dann auch nicht verdient, ne? Also muss man, ne, man muss ja Butter bei der Fische, ne? Das hat, glaube ich, keiner verdient. Länger leiden zu müssen oder zu leiden als unbedingt notwendig. Vor allem ist hier auch nochmal so ein Trap. Ich hoffe, dass jetzt Dina da nicht durchläuft. Dina. Sehr gut. Okay, Dina war clever genug, zu sehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass uns erstmal kurz in den Aussichtsplattformpunkt. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Nach oben gehen. Ja, eine kleine Übersicht verschaffen. Einfach mal so gucken. Natürlich auch looten. Looten. Aber hier haben wir auch eine kleine schöne Übersicht auf das, was uns noch erwartet. Alles verdrahtet hier. Wartet. Okay, wir müssen wahrscheinlich da rein. Da durch. Dann sind wir da hinten, kommen wir dann wahrscheinlich irgendwie raus. Und da hinten wollen wir hin? Es ist schon... Da werden wir ganz viel Spaß, glaube ich, noch haben. Und noch einige Sachen erleben. Im ersten Moment müssen wir wahrscheinlich eh da runter wieder. Na gut. Dann gehen wir noch mal gucken. Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Ja, Wolfs waren jetzt keine da. Das ist richtig. Schätze, wir müssen hier runter. Leider ja. Oh. Fuck. Mir geht's gut. Na los. Oh, runter, Dina. Hm. Mein Hintern tut weh. Tja, das ist natürlich ein bisschen witzig. Wenn sie wettet, dass wir da sind. Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Ja, was ist, wenn sie weg ist? Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wir wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht sehen können? Eine Lebenszeichnung. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Was? Dass ich dich mag? Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Allein ist das Risiko. Das ist richtig. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird?
Hey, da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Feel her love. Ja. Okay, wir müssen aber anscheinend hier irgendwie hier so... Hallo? Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Selbst das Pferd wurde erschossen? Alter, ihr Wichser. Aber das Pferd wurde nicht erschossen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Verständlich. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Wahrscheinlich schneller als ihr lieb ist, würde sie lieber da wegkommen. Wenn es da so riecht. So, jetzt ist die große Frage der Frasion. Haben wir hier irgendwas übersehen? So wie es aussieht, ja. Okay. Das. Nein, ich will hier raufklettern. Ich würde gerne hier drüben mich noch ein bisschen gucken, ob ich hier noch was Schönes gibt. In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Bürgerkrieg, okay. Ich sehe keine Wurfs. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Bergauf. Da sind auch nochmal Leichen. Klicker. Wow. Der Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Woher willst du es wissen? Ich wette, er ist dadurch. Ja, das wette ich auch. Aber da kommen wir nicht durch. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht da lang. Stopp! Stolperdraht. Ach, shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Genau, Gina. Einfach mal da so durchgehen. So, spätestens jetzt müsste man uns gehört haben. Würde ich behaupten. Ja, also, war jetzt ja nicht hier, ne? Das ist ja nicht zu vernachlässigen von der Lautstärke. Munition! Kaputter Spiegel. Ja, gibt's hier wieder ein paar
Dinger, die wir... Achso. Ja, was herrschen? Was war ich ein Luxusproblem? Alles schon full. Und wir können wieder Waffen verbessern. Wir haben eine Werkbank gefunden. Jetzt auf einmal finden wir Werkbank, weißt du, hintereinander weg. Aber vorhin, wo wir sie benötigt hätten, nicht. So, was könnten wir denn jetzt noch verbessern? Genauigkeit, Rückstoß. Ach komm, machen wir mal. Was ist denn jetzt da vorne? Hat die einen Kompensator angestoppelt oder was? Okay. Okay. So, gibt's denn hier sonst noch schöne, feine Sachen? Nee, hier können wir nur raus. Noch mehr stolpert Rats. Haben dieses Panzer die voll im Griff? Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Tja, das heißt, die haben sich natürlich so hingebastelt, dass sie alarmiert werden, wenn da jemand durchrennt. Das macht mich nervös. Ja, warum? Die sind schwerer zu sehen. Ja, aber wir doch auch. Wenn Dina schleichen würde. Achso, sie meint wahrscheinlich die Sprengfallen. Wieder eine Bücherei. Meine Güte, jetzt sind ja hier. Na gut, das ist jetzt keine richtige Bücherei. Aber. Können wir erstmal ein bisschen weiter bei der Luki-Luki machen? Im Prinzip dürfte ja jetzt von hinten keiner kommen. Außer die Leute, die die Sprengfallen kennen. Scheiße, Achtung! Ist alles okay? Ja. 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 Ah, hier ist wieder eine Save. Le Save. Lass uns gucken. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich wieder einen Cody Code. So, Code. Nope. Hier ist bestimmt ein Code drauf. Das sieht sehr danach aus. Schau mal. M. Sieh zu, dass du den Umschlag von Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Statics Telefonnummern genommen. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. Hehe. Was? Die Telefonnummer von Stackys Telefonnummer genommen. Als ob ich jetzt die Telefonnummer von dem Typen weiß. Hä? Hey? Achso. Du willst Spaß haben? Ruf Steady an. 55. Die letzten 6, 2, 4. Also 550133. Also. Nietzsche. Und damit haben wir wieder ein bisschen Munition. So, jetzt können wir mal gucken. Einmal durchladen, bitte. Danke. Einmal durchladen, bitte. Haben wir schon. Einmal durchladen, bitte. Haben wir auch schon. Habe ich hier noch was? Auch durchgeladen, okay.
Alles durchgeladen. Na, perfekto. Das ist gutes Stuff. Gut, 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 gut. Very good. So, gibt's hier noch was? Nope. Nope. Und nope. So, wie komme ich jetzt hier wieder weiter? Was höre ich doch hier? Ich habe jetzt gedacht, dass es jetzt hier auch für mich weitergeht. Geht's aber gar nicht. Achso, pass auf. Dann muss ich wahrscheinlich hier auf dem LKW. Und vom LKW zum LKW? Nope. Mehr von dem Zeug. Ja, und jetzt weiter? Achso, kannst du hier rauf? Da ist nämlich wieder eine Sprengfalle, siehst du? Hier aber auch. Das ist jetzt eine fiese Sprengfalle. Die hätte ich fast übersehen. Und ich kann die auch mehr als auslösen. Kann ich die ja gar nicht. Wie jetzt? Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Da ist der TV-Sender. Beruhig dich. Ey, dass du jetzt gleich hier wieder so vorsprescht. Hier sind überall Fallen, Fräulein. Hätte ich jetzt hier nicht hochgekonnt. Oh, eine Falle. Hier ist keiner. Alter, das mit dem Fallen geht mir ja ein bisschen. Warte mal, kann ich das nicht sogar. Warte mal, geht das nicht auch so? Gucken wir mal. Nur mit dem Unterschied. Die hat mich jetzt ganz schön mitgenommen. Die hat mich ganz schön gezwiebelt. Die gute. Das gute Bömmchen. Verdammt. Gut, jetzt sind wir hier oben angekommen. Da ist noch eine volle Flasche. Das heißt, wir werden uns jetzt hier hochsprengen, Stück für Stück. Wir werden aber für heute die Folge hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, neue Folge Last of Us Part Du. Bis dahin sage ich erstmal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, abonniert unseren Channel, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und bis dahin erstmal, Rango!